Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Feuerwerksimulator. Kennt ihr den noch? Also damit bin ich damals mega durch die Decke gegangen. Und jetzt dachte ich mir, nach so einer langen Zeit gucke ich mal wieder rein, denn Ende des Monats ist ja auch Silvester. Also mal gucken, was sich so getan hat. Die Standardfeuerwerke sind leider noch gleich. Also die 23er Box ist noch die neueste. Ich denke mal, bald kommt die 24er. Das Spiel lebt natürlich mittlerweile auch hauptsächlich vom Workshop, weil da gibt es Millionen Sachen und ich habe nicht mal die Hälfte davon. Also unfassbar. Die meisten sind auch realistisch. Also wirklich so, wie sie in echt im Laden stehen. Ja, ich dachte mir, da kann man sich ja mal ein bisschen was heute anschauen. Das Coole ist auch hier, diese Map ist aus Deutschland, auch von irgendeinem Modder. Und dieses Riesenrad hier ist schön beleuchtet. Und gerade wenn ich hier Feuerwerke zünde, raucht das immer schön. Und das sieht so toll aus in dem Licht. Und das werde ich euch jetzt eben gleich mal zeigen. Wie schaut es denn aus mit den Bombenrohren? Also, klick! Ich habe übrigens auch mal gigakrasse Projekte hier gebaut. Und zwar einmal die Dartscheibe für Standardskill, dann eben mal ein Feuerwerk für YouTube Deutschland, wo ich eben für jeden YouTuber sein Logo hier aus Feuerwerkskörpern gebaut habe. Das war unfassbar viel Aufwand. Also schaut gerne mal vorbei, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. So, die Dinger hier muss man, glaube ich, erst in dem Rohr hochschießen. Aber ich habe das Rohr nicht gefunden. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Also würde ich sagen, lassen wir das erstmal am Boden stehen und zünden es einfach hier. Warte mal. Du hast noch nicht geliked und abonniert? Obwohl der Algorithmus das Einzige ist, was diesen Kanal am Leben hält? Warum nicht? Dann aber schnell. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ach nee, das sind die Poller. Los. So, dann geht es jetzt los. Entdeckung. Ist das der Hammer. Junge, wie lang gehen die denn? Meine Güte. Ja, schön. Wird langsam hell, glaube ich, ne? Das ist doof. Dann machen wir noch schnell den Rest. Einmal den hier. Rainbows, denke ich mal dasselbe, nur in schnell. Aha. Und dieses komische Kugelbümpchen hier. Oh je, da geht die Post ab. Ja, wir können ja mal gucken, wie das Ganze am Tag aussieht. Denn ich denke mal, die ganze Umgebung hier ist realistisch nachgebaut. Also so wie in echt auch. Da vorne war ein Ortsschild. Ich weiß gar nicht mehr, was da stand. Halstenbeck kenne ich nicht. Ja, am Tag kommen die Feuerwerke aber eben null rüber. Deswegen zünden wir die gleich wieder im Dunkeln. Was gibt's denn noch? Ein Pyrotank? Was kann der denn? Der fährt einfach. Ja, moin. Was passiert jetzt? Kommt da noch Schuss vorne raus? Hä, wie lustig. Aber das gibt's nicht in echt, oder? Aber schön ist es, also eine gute Idee. In Deutschland wäre das aber eh verboten. So. Oh Gott. Habe ich den Effekt verpasst. Okay, ja, ich würde aber sagen, wir machen wieder Nacht, sonst sieht man ja nichts. Big Balls hört sich doch gut an, passt zu mir. Zünden und... Jo, kann man machen. Stroboskop grün, oh je, blitzt das dann oder was? Ja gut, das blitzt, genau wie ihr vermutet. Dann, was macht das Ding? Ist das ein Bombenrohr? Nee, eine Fontäne. Ja, diese Batterien, da gibt's unfassbar viele. Wie gesagt, die meisten sind auch tatsächlich so im Laden. Ob in deutschen Läden ist wieder eine andere Frage. Wir verkaufen ja gefühlt nur Kinderfeuerwerk. Galaxy hört sich spannend an. Ich setz einfach mal ein bisschen was und baue mal eine kleine Show. Raketen, was haben wir denn hier? Die Discord Rocket, die ist auch legendär. Wir zünden sie mal kurz einzeln, dann seht ihr mal, was die macht. Aber eigentlich ist es selbsterklärend. Und zwar... Discord. Wo wir schon dabei sind, ihr könnt gerne beitreten auf dem geilsten Discord-Server der Welt. Der Link ist in der Beschreibung. Diese Single-Shot, Dumbums. Hey, wait. Was ist das denn? Anti-Schwerkraft oder was? Warum bewegen die sich so langsam? Außerdem, warum ist das eine Packung? Ich will die doch einzeln. Ach, ich kann sie einzeln zünden, hä? Aber ich krieg die doch da gar nicht raus. Ah doch, hä? Wie lustig ist das denn? Also das kenne ich nicht bisher. Dann würde ich sagen, machen wir die mal ein bisschen auseinander und verkabeln die mal. Denn wir können natürlich auch Zündschnüre benutzen und das mit verschiedener Brenndauer. Ich würde sagen 1 Meter pro Sekunde, obwohl das auch schon recht flott ist für so Boxen. Denn die halten ja so schon ewig. Was ist das hier für ein Karton? Ist das ein Poller oder ein Mülleimer? Oder gehört der dazu? Okay, dann verkabeln wir den Mülleimer mal nicht. Gut, dann würde ich sagen, wo ist sie denn jetzt hin? Wo sind die ganzen Schnüre hin? Ich bin gerade etwas verwirrt. Da sind sie doch. Oder werden die jetzt nur dargestellt, wenn ich den Modus öffne? Ich habe das Spiel ewig nicht gespielt. Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber davon lassen wir uns nicht stören und zünden hier einfach mal an. Und schauen mal. Ja doch, funktioniert. Funktioniert. Alles klar. Let's go. Thank you.
Also wenn das nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Gerade vor dem Riesenrad hier, die halten sehr lange hier, die beiden. Die sind auch dementsprechend riesig. Okay, wir suchen schon mal das nächste raus. Und zwar Andy. Verdammt groß. That's what she said. Da kommt er und wumm. Da, wieder Saturn. Oh Gott, jetzt stecke ich im Baum fest. Das ist schon schön. Also das gefällt mir unfassbar gut. Das kann man gut als Höhepunkt benutzen. Jellyfish, ach du großer Gott. Hat der Tentakel. Da kommen die Tentakel runter. Das ist ja cool. Unicorn. Ah ja, mal testen. Ach, das ist eine Fontäne. Warum gibt's sowas nicht zu kaufen? Die Nuklearbombe gibt's natürlich auch. Ich zünd sie einfach mal. Wie geht sie an? Ah so, okay. Achtung! Ich glaube, das war gar keine gute Idee. Oh je. Also, ein ganz kleiner Feuerpilz macht sich sichtbar. Es war vielleicht auch nicht die beste Idee, das Ding zu zünden. Aber jetzt wissen wir, wie es aussieht. Dann gucken wir uns nochmal die Rauchbomben an und stellen die mal hier vorne ins Licht rein. Einmal gelb, dann rot, blau und Rainbow. Die machen wir extra. Da will ich mal gucken. Ich kann die auch nehmen tatsächlich. Und schwupp, da hinten hinwerfen. Das sieht so schön aus. Es wird schon wieder hell, oder? Nee, das ist doch die Bombe. Ach du großer Gott. Ja, das hat schon was hier mit dem Nebel und dem Grün. Also Nebel und Licht ist immer perfekte Mischung. Dann die ganzen kleinen hier. Einmal verkabeln bitte. Und dann let's go. Rot, Orange und Blau. Richtig dicht der Nebel. Boah, ist das schön. Ey, Kirmes müsste ich auch mal wieder spielen. Ich habe ja auch den Kirmes-Simulator. Auch extrem lustig, das Ding. So, Leute, dann gucken wir uns jetzt als Abschluss nochmal die Bombe Tim an. Einmal anzünden. Da ist das Ding. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, Ideen für Experimente gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, Freunde, das war's dann leider auch schon wieder mit dem heutigen Video. Über ein Like oder ein Abo, vielleicht sogar einen Kommentar, würde ich mich natürlich sehr freuen. Für mich sind so Videos verdammt aufwendig und für euch ist das wirklich keine Arbeit und es würde mich sehr unterstützen. Auf Instagram dürft ihr mir natürlich auch sehr gerne folgen. Dem geilsten Discord-Server der Welt könnt ihr natürlich genauso beitreten. Beides findet ihr unten in der Beschreibung. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Digga, komm mit deiner Arsch und abonniere. Zeit, ich investiere. Ja, ja, bist du schon dabei? Scroll.